Mit einem großen Knall haben die Entwickler den neuen Behind the Sims Stream angekündigt, der geniale Neuigkeiten, die kommende Roadmap bis Ende des Jahres und einen altbekannten Packtypen zurückbringt. Es gibt ein neues Accessoire-Pack. Alles dazu in diesem Video. Los geht's mit der wahrscheinlich überraschendsten Ankündigung. Schon sehr bald gibt es mal wieder ein neues Accessoire-Pack für die Sims 4. Wie die Entwickler selber im Video festgestellt haben, war dieser Packtyp länger verschollen und wurde gefühlt schon fast von den deutlich uninteressanteren Sets abgelöst. Bis jetzt, denn komplett unerwartet, wurde im Stream das lukrative Hobbyküche-Accessoire-Pack vorgestellt. Auch einen ersten Einblick in die damit verbundenen Inhalte wurde geteilt. Hier haben wir ein paar erste Grafiken der Objekte erhalten, die ihr hier im Hintergrund seht. Aber auch an dieser Stelle müsst ihr euch besonders auf den Hintergrund konzentrieren, indem ein paar neue Objekte aus dem Pack ins Spiel ragen. Ein besonderes Highlight des Packs ist für mich aber jetzt schon die neuen an den Wandschränken befestigte indirekte Beleuchtung, die ordentlich was hermacht und tatsächlich neu im Spiel ist. Wie ihr vielleicht noch wisst, hat jedes Accessoire-Pack im Spiel ein neues Gameplay-Objekt und so auch dieses hier, das Waffeleisen. Mit diesem könnt ihr kleine, herzförmige Waffeln zubereiten, welche in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen bereitstehen. Welche mit Hähnchen und Ei oder auch Dill und Lack stehen hier unter anderem zur Auswahl. Wir kennen ebenfalls auch ein paar Objekte aus dem Erstelle einen Sim-Modus. Hier wird es diese kleinen, süßen Schneebesen-Ohrringe oder diesen Overall geben. Was aber sonst noch enthalten sein wird, ist derzeit noch unklar. Ihr werdet es nicht glauben, aber auch schon ein Datum zum Accessoire-Pack wurde geteilt. Und das ist alles andere als lang hin. Schon am 14. September, also in wenigen Stunden, erhalten wir einen ersten Trailer des kommenden Packs. Spannend finde ich auch den Fakt, dass man hier im Hintergrund einen kleinen Stand sehen kann, der wohl zum Verkauf von Waffeln dient. Im zugehörigen Update kommt ebenfalls ein geniales Komfort-Feature mit dazu, die Sortierung beim Kochen. Hier könnt ihr nach Gerichten filtern, die Gemüse, Fleisch oder andere Zutaten enthalten, um deutlich schneller an das von euch gesuchte Gericht zu kommen. Bestimmt auch für vegetarische Sims ganz praktisch. Als weiteres kleines Feature wird hier die Funktion kommen, Cupcakes auch auf dem heimischen Herd und nicht wie bisher nur mit der großen, unsperrigen Cupcake-Maschine zuzubereiten. Bevor es mit sogar noch größeren News weitergeht, ihr könnt bei Instant Gaming derzeit ein Pack nach Wahl gewinnen. Schaut hierzu einfach in der Beschreibung vorbei, besonders auch wenn ihr auf andere Sims-Packs bis zu 50% sparen wollt. Es wird aber noch besser, denn auch zu den Inhalten, die bis zum Jahresende erscheinen, wurde etwas geteilt. Bis auf das vermutlich schon in der nächsten oder übernächsten Woche erscheinende Accessoire-Pack gibt es ein neues Game... ein neues Erweiterungspack für dieses Jahr. Ich weiß zwar nicht, was mit den Entwicklern los ist, aber drei Erweiterungen in einem Jahr gab es in The Sims 4 bisher noch nie. Im Teaser wird dieses mit nachbarschaftlich beschrieben. Was hier gemeint sein könnte, werden wir vermutlich eher im November oder Dezember erfahren. Damit brechen die News aber immer noch nicht ab. Auch zu The Sims 5 wurden geniale News geteilt, die sogar The Sims 4 Spieler erfreuen werden. Sobald die nächste Sims-Generation erscheinen wird, läuft The Sims 4 und Sims 5 parallel weiter. Aber auch zum Preis wurde etwas verraten. Schon vorher vermutet, jetzt aber offiziell. The Sims 5 wird kostenlos zu spielen sein. Wie das Monetarisierungsmodell genau aussieht, ist noch nicht vollständig geklärt. Aber die Entwickler wollen weiter die Grenzen zwischen kostenpflichtigen Pack und Basisspielinhalten mehr aufdröseln. Beispielsweise könnten die wichtigsten Wettereffekte wie Schnee, Regen oder Hagel so im Basisspiel vorkommen. Die dazugehörigen Aktivitäten sind dann Teil eines DLCs, so wie wir es bereits kennen. Wie diese Grenzen genau aussehen, müssen wir aber auch noch erstmal abwarten. Zudem wird es wieder einen neuen Merch-Store geben, der aber erst Ende des Jahres offiziell online gehen wird. Das dauert also noch ein bisschen. Was denkt ihr zum neuen Behind the Sims Livestream? Seid ihr zufrieden mit den neuen Inhalten oder hat euch hier etwas gefehlt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.